took what you treasure, and I'm never gonna give it up. Yeah. Servus Freunde, herzlich willkommen zu Fleischglück. Und heute machen wir was, was essentiell wichtig ist für jedes gute Fleisch, für jedes gute Steak, für jedes gute Sandwich, für jeden Burger. Wir machen nämlich unsere Burger Buns, also unsere Burgersemen, wie der Bayer sagt, und unser Brioche bzw. unser Kastenbrot, unseren Toast selber. Und das ist eigentlich bums einfach, da ist nicht viel dabei. Es gibt ein paar Tricks, auf die man aufpassen muss, und ich würde sagen, die Eva fängt mal an. Der Ausgangsteig für beides, für unser Pastrami, Sandwich, Kastenbrot, Brioche, Burger, Bun, ist immer dasselbe. Es ist wirklich easy. Das Rezept findet ihr unten. Wenn ihr noch mehr backen wollt, gebt uns Bescheid. Schreibt einfach einen Kommentar drunter. Aber wenn ihr das schon mal drauf habt, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Dann seid ihr wirklich safe. Eva. Ja, hallo miteinander. Wir machen heute miteinander den Hefeteig. Und ich habe eigentlich schon ein bisschen was vorbereitet, wie immer, weil ohne Vorbereitung läuft alles nicht. Wir haben ein Mehl und dann nehmen wir das 550er Weizenmehl, weil das einfach die besseren Backeigenschaften hat beim Backen. Für Brot oder Semmeln oder je nachdem, was ihr nehmen wollt. Hier habe ich Wasser mit Milch vermischt. Das geben wir einfach mit dazu. Das Wasser ist kalt. Ja, genau. Und zwar nehmen wir das aus diesem Grund kalt, weil wir den Teig über Nacht gehen lassen. Wenn der Teig am gleichen Tag verarbeitet wird, damit er schöner geht, nehmt ihr lauwarmes Wasser, ansonsten nehmt ihr kaltes Wasser. Der Teig geht langsamer, der wird feinporiger und deswegen haben wir heute uns für kaltes Wasser entschieden. Dann natürlich das Wichtigste, damit der Teig überhaupt geht, Hefe. Na, die Österreicher sagen auch Germ dazu, ein Germ, einen frischen Germ. Und wir benutzen eigentlich immer frische Hefe. Es gibt ja also diese Trockenhefe, aber ich vertraue dir nicht. Es geht, ich habe es daheim schon ausprobiert, aber die frische ist schöner, also der wird einfach besser. Dann ganz wichtig beim Brioche, Butter. Ohne Butter kein Brioche-Teig. Ohne Butter kein Vergnügen. Ne? Die ist auch, also die Butter, ne? In Bayern sagt man ja der Butter. Der Butter, ne? Ja. Der Butter muss gut temperiert sein. Also die Butter einfach eine Stunde vorher rausstellen, damit die schön zimmerwarm ist und dann lasst es ja leichter verarbeiten. Genau, dann Salz und Zucker mit dazu. Zucker deswegen, erstmal Brioche ist immer leicht süßlich und zweitens, dass die Hefe auch was zum Arbeiten hat, damit die schön gehen kann. Und dann noch ein Ei, damit das schön luftig wird. Und schon ist eigentlich der ganze Zauber vorbei, weil dann sparen wir das in die Küchenmaschine ein und lassen wir richtig schön 4-5 Minuten rühren. Genau. Wie gesagt, Brioche ist eigentlich ein französisches Brot, das man kennt man eigentlich so zur Gänseleber und so weiter, also ein Klassiker, aber sehr, sehr gehaltvoll, sehr, sehr viel Butter, sehr, sehr viel Geschmack. Auf die Fresse, das ist unser Brot-Umami. Genau, und dieser Teig ist einfach unser Allrounder für alle Brioche-Brötchen, für Toast, für alles, was ihr zu Hause machen wollt. Ihr könnt euch einfach auch mal Frühstücksbrötchen draus machen. Brötchen? Brötchen, kleine Semmeln. Derjenige, der natürlich keine Küchenmaschine zu Hause hat, kann den auch mit der Hand kneten. Einfach grob in einer Schüssel alle Zutaten vermengen und dann ganz lange auf der Arbeitsfläche durchkneten, damit der richtig schön geschmeidig wird. Gut. So, Luki, was sagst du? Schaut gut aus. Also der Hefeteig ist dann fertig, wenn er sich ganz leicht von der Rührschüssel löst. Genau, ich würde sagen, der ist super so. Ja. Einfach einmal runternehmen. Wer sich nicht ganz sicher ist, kann ihn auch einfach mal noch mal kurz rausnehmen aus der Schüssel, mit der Hand schön durchkneten. Und zum Gehen ist sowieso super, wenn der ein bisschen eine Oberflächenspannung hat. Und dann einfach zur Kugel formen, rein in die Schüssel und Folie drauf und Pfirti sagen bis morgen. Pfirti bis morgen. Also wir sagen immer ein warmer Ort, damit er besser gehen kann. Also so ein bisschen wärmer als Raumtemperatur. Früher hat man den neben den Ofen gestellt. Das ist mittlerweile gar nicht mehr so einfach mit der ganzen Induktion, dass man ein tolles Milieu für den Hefeteig findet. Aber es gibt ja auch Gärfunktionen in den modernen Öfen. Ich sage, einfach neben einen Grill stellen ist die beste Variante. So, tata, und jetzt kommt der Satz, den wollte ich immer schon mal sagen, seit das erste Mal in Schubeck am Fernsehen gesehen haben. Wir haben da schon mal was vorbereitet. So, der beste Fernsehkoch aller Zeiten ist übrigens der Joe Waschel. Ne? Also, es ist nicht Biolek, es ist nicht Schubeck, es ist Joe Waschel. So, und wir haben schon mal was vorbereitet. Wir haben den gehen lassen und nach dem Gärvorgang haben wir den über Nacht im Kühlschrank gelassen.
Und der ist jetzt wirklich um fast das Dreifache aufgegangen. Und man sieht es jetzt hier schön. Ne? Also die Oberflächenspannung ist noch da. Und so ist er wirklich perfekt. Genau, wir nehmen jetzt ihn einfach aus der Schüssel raus. Und dann teilen wir uns das auf. Ein Teil davon wird ja in der Kastenform gebacken. Und den anderen Teil machen wir ja richtig schöne Burger semmen. Aufpassen, ganz wichtig ist, den jetzt nicht komplett wieder zusammenkneten, sondern einfach nur die Portion runterformen, die wir brauchen. So. Genau, dann nehmen wir den. Und dann formen wir den so richtig schöne Semmel ab. Wichtig ist, dass unten ein Wirbel entsteht, damit die Backform nach oben geht. Genau. Also, dass die richtig gerade hochgingen und dann zum Schluss werden sie nochmal richtig schön platt gedrückt. Dass wir richtig schöne große Burgersemmeln haben, damit da auch richtig schön viel Fleisch reinpasst. Weil ansonsten wären sie ja bloß so kleine Teige. Ja, und man sieht es jetzt hier, das, die Vorgehensweise beim Hefeteig, ob man jetzt Dumplings macht, ja, so ganz modern, ne, oder Dumbles oder Germknödel oder Buchteln, ne, ist immer wichtig. Wichtig ist hier unten dieser Wirbel und dann gehen die schön gleichmäßig auf. Wir könnten das jetzt auch einschneiden, dann hätten wir eine schöne Kaisersemmel. Also es ist im Endeffekt immer dasselbe Prinzip. Ich mach weiter. Jawohl. So, ich würde sagen, jetzt machen wir noch eine Semmel und aus dem restlichen Teig machen wir uns dann unsere Kastenform. Ich habe schon mal hier zum Bestreichen ein Ei und eine Milch vorbereitet. Luki, das machst du. Und einen schönen Pinsel. Und ich nehme den restlichen Teig, habe eine Kastenform vorbereitet, schon richtig schön ausgebuttert, damit der nicht hängen bleibt, der Teig. Und nehme jetzt einfach den Teig und schlag den ein. Einmal von rechts, einmal von links. Und dann machen wir da so eine kleine Wulst. Und so setzen wir den jetzt da rein. Mit der Kante nach oben. Und das ist dann später diese Sollbruchstelle, die kennt ihr alle vom Toastbrot, also vom klassischen Toastbrot oder eben vom Brioche. Ne? Genau. Wichtig ist einfach die Drehung, damit der sich gleichmäßig entfalten kann. So, ich nehme jetzt einfach noch ein bisschen Milch und nehme nochmal ein Ei, weil unsere Burgersemmel, die müssen natürlich auch noch schön glasiert werden. Das verrühre ich. Man könnte jetzt auch nur Ei nehmen, aber dann schaut es so aus wie Weihnachtsgebäck. Ne? Wir wollen das ja, dass es schön glänzt. Und durch die Milch karamellisiert es einfach wunderbar oben drauf. Und dann haben wir eine richtig schöne Farbe und einen richtig schönen Glanz mit dabei. Und das ist so das Geheimrezept für die ultimative Burger-Semmel, wie wir sagen. Also das Burger-Bun. Da kommt jetzt einfach noch ein bisschen Sesam drauf. Und hier haben wir wieder eine Geheimwaffe, eine Geheimzutat. Hier haben wir einmal schwarzen Sesam. Genau. Und Yuzu-Sesam. Gibt es im Feinkostladen, hat so eine leichte Zitronennote. Ihr könnt aber auch ganz normalen gerösteten Sesam nehmen. Dann lasst es am besten einfach nur 10 Minuten, Viertelstunde bei Raumtemperatur ein bisschen gehen. Weil je öfter der Hefeteig geht, je feinporiger wird er, je luftiger wird die Semmel. Und so geht er halt dann zum dritten Mal eigentlich. Und dann schieben wir bei 180 Grad ca. 15 bis 20 Minuten im Ofen ab und dann sollten die wunderbar werden zum Belegen. Genau. Freunde, auch das ist Fleischglück. Backen ist Liebe und Backen ist essentiell wichtig, weil was hilft der beste Patty, wenn er keinen Bun hat? Auf Bayerisch, was hilft das beste Fleischpflanzerl, wenn die richtige Semmel fällt? Ganz genau. So. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. So, wir haben ja hier Milch und Vollei verquirlt und den Brioche, den bestreichen wir jetzt auch noch ein bisschen, damit der richtig schön glänzt. Und vor allem saftig bleibt. Und richtig schön saftig bleibt. Man könnte jetzt hier noch verschiedene Varianten machen. Ne? Wir sagen ja immer, fühlt euch frei. Ihr könnt jetzt hier ein bisschen Hagelsalz drauf machen, Sesam drauf machen, Mohn. Egal. Erlaubt ist, was schmeckt. Es gibt keine Grenzen, vor allem nicht beim Kochen. Ne? Lasst eurer Kreativität freien Lauf. Fühlt euch frei. Wir machen jetzt einfach mal die blanke Variante, weil wir benutzen den später für unser Sandwich. Das Ganze geht jetzt in den Ofen und wir sehen uns gleich und schauen uns das Ergebnis an.
So, unsere Burgersemmeln, also unsere Buns und unser Brioche bzw. unser Toastbrot ist fertig. Die Semmeln waren wie lange drin, Eva? Circa 20 Minuten, 18 Minuten haben sie ungefähr gebraucht, je nachdem wie stark der Ofen ist, aber so zwischen 15 und 20 Minuten ist ein guter Anhaltspunkt für daheim. Und ich würde sagen, wir schneiden die jetzt einfach mal an. Und so schaut das Ganze aus. Also ihr seht's, ne? Fleischstück ist nicht nur den perfekten Burger zu machen, sondern auch das perfekte Semmel dazu. Und jetzt, wow. Schaut's mal, das ist unser Brioche. Besser geht's nicht. Ich schneide jetzt einfach einmal in der Mitte durch. Dann schauen wir mal, was Innenleben sagt. Und so muss das Ganze ausschauen. Der dampft noch. Also das ist die Basis für jedes geile Sandwich. Mehr Fleischglück geht nicht. So, das ist die perfekte Basis für alle unsere Sandwiches, für alle unsere Burger. Auch das Stroganoff-Sandwich, was wir gemacht haben, Hotdog, egal was. Ne? Perfekte Basis fürs perfekte Fleischglück. Bis bald, euer Lucky Maurer und die Eva.